Eine Kuh geht auf Reisen. Fünftes und letztes Kapitel. Ein ruhiges Plätzchen. Warum muht diese arme Kuh ununterbrochen? Fragte eines Tages der Millionär Edgin Zetkin den Kapitän. Sagen Sie ihr bitte, dass ich ihre Milch sehr gut finde. Es ist die beste Milch, die ich je getrunken habe. Die Kuh ist seekrank, Sir. Ja, dann braucht sie frische Luft. Bitte lassen Sie sie auf das Promenadendeck bringen. Wie Sie es wünschen, Sir. Und so kam die Kuh Sabine wieder auf das Promenadendeck. Ist mir schlecht. Ist mir schlecht, murrte sie. Ich will zurück in die Berge, auf meine Wiese, wo es so schön grün und ruhig ist, wo es so schön grün und ruhig ist. Moment mal, was sagst du? Wo ist es so schön grün und ruhig? Fragte Millionär Edgin Zetkin. Auf meiner Wiese. Es gibt kein ruhigeres Plätzchen auf der Welt als meine Wiese. Der Millionär Edgin Zetkin hüpfte dreimal vor Freude in die Luft, als er das hörte. Dann ist diese Wiese genau der Platz, den ich suche. Die kaufe ich, rief er erfreut. Ohne mich werden Sie die Wiese nie finden. Stimmt. Darum kaufe ich dich auch. Können Sie Kühe melken? Oh, das werde ich lernen. Aber vielleicht verkauft mich meine Bäuerin gar nicht. Doch, ich werde ihr für dich das Doppelte zahlen. Wenn das so ist, meinte die Kuh Sabine, dann gehöre ich Ihnen. Als die Seereise zu Ende war, machten sich der Millionär Edgin Zetkin und die Kuh Sabine auf den Weg zu der grünen Wiese in den Bergen. Sie gingen dieselbe Strecke, die Sabine schon kannte. Es war nicht immer leicht für den alten Edgin Zetkin. Wenn er müde war, durfte er sich an Sabines Schwanz festhalten und sich ein bisschen ziehen lassen. So haben sie endlich die Wiese erreicht. Sie war genauso schön, wie Sabine sie verlassen hatte. Der Baum stand noch in all seiner Blätterpracht in der Mitte. Auf seinen Ästen saßen die Vögel und sangen, die Bienen summten, Schmetterlinge spielten wie verrückt zwischen den Blumen. Summ, 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 summ. Sabine, Sabine! Wie war deine Seereise? Die Kuh wurde von allen Seiten begrüßt und gefragt. Und wie sah das Meer aus? War die Reise schön? Schön. Es war schön. Aber lasst mich jetzt etwas Gras fressen. Auf einem Schiff gibt es kein Gras. Du hast jemanden mitgebracht? Eine Reisebekanntschaft. Einen Millionär. Was ist das? Ein Millionär? Ich weiß es selbst nicht genau, gab die Kuh Sabine zu. Aber ich glaube, das ist ein Mensch, der endlich seine Ruhe braucht.